Wollt ihr noch was trinken? Sonst müsst ihr gehen. Halt die Fresse! Yo, was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist K1, das ist mein Making-of. Das muss irgendwie schief, was ich eigentlich gerade so ernst bin. So, meine Damen und Herren, wir sind hier gerade in München. Crime Pay ist international. Die einzigen Leute, die nicht hier sind, sind Kenny. Mary Wines, ich habe ihn ab jetzt als Crime Pay Mitglied mit dazu. Hier ist Shindy, der Newcomer. Hier, Michael Romeo. Hier ist was es ist. Direkt aus der weg. Hier, Romelu Corani. Ehrenmitglied. Ja, lustig. Hier, Okan. Okay, mach die krassesten Logos, es fängt gleich an. Shindy, nochmal. Okay, so sieht's aus, Crime Pace. Wir sind gerade hier in München. Normalerweise wollte ich mein Album in Berlin aufnehmen, aber da dachte ich mir ganz ehrlich, ich habe einen Location-Wechsel gebraucht. Und deswegen habe ich gemeint zu Romelu, Romelu, komm mal her. Ich habe zu Romelu gemeint, ey Romelu, lass uns das Ding in Stuttgart machen, ich will bei dir bleiben. Ich habe Romelu gefragt, Alter, wie sieht's aus, kann ich bei dir pennen? Er meint, kein Problem. Und ungelogen, jeden Abend setzt Romelu und ich dran und schreiben einfach fickten Hit nach dem anderen, okay? Unterstützt werde ich dabei von meinem Newcomer Shindy. Ey, gib mir die besten Lines, Alter. Leute sagen immer, ich gebe Bushido die Lines, ja? Halt, ich rede noch mal. Ach so, okay. Leute sagen immer, ich gebe Bushido die Lines. Okay, jetzt nur als Beweis, okay? Jetzt gerade geschrieben, Mary Winans. Kannst du ranzoomen? Warte. Zoom ran, was Mary Winans geschrieben hat. Mann, und wenn nicht so. Nicht so. Damit die Leute wissen, was er geschrieben hat. Ja, hier sicher. Er hat geschrieben, you're the toughest guy. Was meint Mary Winans damit, wenn er sagt, K1 ist a great guy? Er meint damit, dass ich besser bin als ihr alle, okay? Ey, Gangster-Rapper. Was für Gangster-Rapper, Mann? Ich komm hier mit Sack und Rubus, Alter. Ich geb einen Toast auf euch. Okan und ich geben meinen Toast auf euch, okay? Ich grüße meinen kleinen Bruder. Du bist der Beste. Okay, hier. Mary Winans. Shout out to my man Mary Winans. Straight from New York City. Blah, 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 blah. Okay? My man Mary Winans. Peace out. Ey, Marie, bester Sänger. Michael Romeo in Deutschland. Alter, fickt euch alle, man. Fickt euch alle. Wir trinken, Alter. Und ich drücke auf eure Gesundheit. Okay, der Rest ist scheißegal, weil den Rest kann ich kaufen. Liebe zum Beispiel. Peace. Gerade am Start und wir sind hier in der Vanilla Lounge und hier frühstücken wir. Hier frühstücken alle besoffenen Alkoholiker wie Ramon und so, immer noch in der Disco-Bahn. Also hier München, Schwabing, Leopoldstraße, gegenüber von der Münchner Freiheit. Wenn ihr gut essen wollt, kommt auf keinen Fall zu Arash. Ja, Mann, hier ist das beste Frühstück. Wenn ihr gut essen wollt, Arash, Bombe. So, genug Werbung und jetzt würde ich sagen, ich finde es auch super toll, dass der Arash uns heute einlädt. Okay. Der Laden läuft ja super.
Was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade kurz Bock Ostmenschen. Wir gehen ins Studio von DJ Hammer. Ja, haben wir noch ein paar krasse Beats gemacht. So stellen wir das jetzt mal an. Ich war noch nie in dem Studio drin, aber wir ziehen uns das mal rein, deswegen kommt mit. Und übrigens, Schuhe, Louis. T-Shirt, Louis. Mütze, Louis. Gürtel, Louis. Und den größten Louis habe ich genau unter der Hose. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen krassen neuen Hit, weil so langsam kann ich Style und das Geld nicht mehr hören. Und so, und das ist auch der einzige Song, irgendwie, den ich auf jeder Party spiele. Mal gucken, was gleich geht. Mal gucken, was Mr. Michael Wongo hier für Ideen hat. Wir sind gerade überlegen, ihm seinen Namen zu ändern. Der ist eigentlich Emery. Aber ich fand irgendwie, weil er heißt ihn echt Michael und der ist ein Frauenheld. Also habe ich gedacht, Michael Wongo. Das ist schon ein Star, Alter. Hört sich schon cool an, oder? Michael Wongo. Also ich bin auf jeden Fall noch am Überlegen. Ich bin auch cool mit. Oder Eichel. Aber das tüfteln die doch aus. So Michael Eichelkopf. Michael Eichel. Das klären wir, das klären wir unter vier Augen. Alle fragen, warum er nie was sagt auf dieser ganzen DVD. Nur er redet generell wenig, hat er heute Morgen mal Fuschi gesagt. Irgendwie nur, wenn er betrunken ist. Und dann auch nur, wenn eine Frau seine halbe Oberlippe zerbeißt. Dann Olle gestern Nacht einfach so seine Lippe kaputt gebissen. Guck ich das mal an. Ja, ihr denkt, das ist ja klar, schwarz. Ja, schwarz, immer dicke Lippen. Gucken, das hängt vorne so runter. Abendschichter. Sie hat ihm einfach seine Lippen. Abendschichter. So, an alle Frauen da draußen, Jeremy ist noch zu haben. Don't bite it. Wenn ihr ihr müsst mindestens über 90 Kilo wiegen und einen deutschen Pass haben, dann gibt's auf jeden Fall Paper Love hier mit Jeremy. Paper Love, baby. So machen wir das in Hamburg. Yes, yo, alles klar, wir sind im Studio, gleich geht's los. Gesangstalent, sondern auch Putztalent. Ja! Das ist mein Newcomer Hissel. Das ist ein Deutschland, aber jetzt nicht mehr. Da war noch eine Kippe, glaube ich. Das war jetzt echt gemein, Alter. Okay. Also das nächste Mal werde ich die Hissel mit mir im Video sehen, aber jetzt seht ihr noch einen Besen. Hey, sing mal dabei. Nein. Ja. Jetzt singt uns dabei. Damit zeigst du dein Talent. Zeig mir mal dein Talent, dass du putzen kannst. Gleich singen. Singen. Das ist ein Bye-bye. Komm. Aber gleichzeitig putzen. Ja. Yeah. Gleichzeitig putzen. Yeah. Okay. Wenn du das schaffst, dann Video. Dann Video, oder? Aber mit Kerbel. Okay. Es ist vorbei, bye. Du bist zurück, doch ich sag nein. Wie oft meintest du geh. Deine falschen Tränen und ich lass dich stehen. Es tut mir ganz leid, nein, es tut dir nicht leid. Ganz egal, ich kann dir jetzt mal. Es ist noch nicht vorbei, das ist immer noch da.
Geld kannst du alles kaufen. Bist du. Es kommt auf die DVD, das weiß ich schon. Ich hab nichts gesagt, mit Geld kannst du trotzdem alles kaufen, wir haben nicht gelogen. K1, der Beste. Geil, oder? Was hat der Film? Okay, gib mir das Geld, dafür, ist klar. Geht alles zu mir. Jetzt geht wieder zurück. Oh, die Mann, das ist doch voll. Okay, Leute, das war Making Off. Wir sind hier im P1. Danke nochmal an Rado und die ganze Crew. Und ich würde sagen, das wird die offizielle P1-Hymne für 2012. Peace, das war's von mir. Und that's okay. Was geht ab? Tag 3, München. Warte, bei den anderen Videos bist du auch immer so, komm doch her. Romolo und ich sind total schaden. Es war zu viel. Ganz ehrlich, wir haben normalerweise gedacht, wir können am zweiten Tag Hugos P1 und was weiß ich, dass wir dann nochmal die Sau rauslassen. Aber jeder hat gestern schon gemerkt, es war zu viel, Alter. Romolo ist irgendwann, glaube ich, um 2 Uhr morgens abgehauen. Alleine, ja, ins Hotel. Er hatte nicht mal Bock auf Frauen. War zu viel, Alter. Wie gesagt, dritter Tag, München. Der Einzige, der gefickt hat. Ja. Da kommt ja unser R&B-Pimmel, Alter. Eine schöne Nacht hast du gehabt, hast du gehört, ne? Lass mich Friede. Erzähl mal den Leuten. Also, ich sag mal so, ich bin gerade. Achso, warte, du bist eine Freundin, oder? Nee, gar nicht. Hä? Warum? Also scheiße. Er sagt nein. Bruno Mars. Er sagt nein, ich hab keine Freunde. Servus. Ja, Michael, ich hab gehört, du hast eine schöne Nacht gehabt. Nee, nicht wirklich. Hab ich so Wolle. Warum? Erzähl den Leuten, die wollen doch wissen, warum. Okay, pass auf. Ich hab gestern im P1 so eine Multimillionärstochter kennengelernt, ja? Ich dachte, da geht's vielleicht irgendwas. Sie hat mich zu ihrem Apartment gebracht. Ich hab auch große Augen bekommen. Auch wenn die Augen sowieso schon groß sind. Ja. Dann lagen wir im Bett. Dies, das. Oh, die Pimmel. Jenes, dieses. auf einmal sieht die Stream runter. Wie, habt ihr Dings geguckt? Hangover 2? Ja, könnt ihr für euch selber beantworten. Ja, auf jeden Fall ging da nicht so viel. Warum? Was ist denn passiert? Ja, Hangover. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen bei Hardcore Brother TV. Und hier die ganzen Jungs sind am Start: Musti, Okan, Tural, Chimbi. Und ich habe noch einen ganz besonderen Ehrengast. Alter, film doch nicht, du Schwanz, Alter. Ich habe noch einen ganz besonderen Ehrengast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute da ist. Ich habe wirklich ungefähr jetzt 5 Jahre meiner Karriere darauf gewartet, dass er mal kommt. Er ist nie gekommen. Wer ist das? Wer ist das? Einmal zocke nochmal. Die Leute fragen sich, wer ist das? Ich sag nur, wir werden Stars. Isan K, der allererste, der gesagt hat, hier jetzt mein Recht. Mein Bruder Tolga aus Bram. Und er ist mich heute besuchen gekommen mit Bene und seinem Bruder Tura. Sag mal, Tura. Tura, grüß mal deine jetzige Freundin, das ist immer mein. Hallo. Tura ist auch der Beste. Namen nicht. Ihr seht immer Tura, seine Laune könnt ihr immer auf seinen Facebook-Status rauslesen. Das ist das Besondere an Tura.
manchmal macht es ein bisschen komisch. Ich glaube, das sind türkische Songs auf Deutsch einfach übersetzt. Ja, sieht dann so aus wie so ein Gedicht. Ja, Mann. Wir sind hier am Start. Ravensburger Clique, Folge endlich mal wieder dabei. Vielleicht schaffe ich sie noch zum Rappen zu überreden. Auf meiner Platte, wer weiß. Wir sind gerade hier im Studio in Berlin-Tegel für alle Kanaken, die hier gerne mal einbrechen wollen. Ich sitze gerade bei Vincent und wir überlegen uns gerade ein paar Melodien für I Need a Girl Part 3 mit Mario. Ja, ich war schon überkrasser Fan von I Need a Girl Part 1, I Need a Girl Part 2. I Need a Girl. Überkrass, ich mach jetzt I Need a Girl Part 3. K. Diddy One und Mary Winans. Featuring Joker. I need a girl on my mind. Please let's tell me. No, yeah, I need a girl on my mind. I want it inside and something you should know. Okay, bis dann. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Ende, ne? In der Mitte. Hey, gut von mir gelernt, Leute. Ich need a girl on my mind. I want it inside and something you should know. So Leute, ich stelle euch mal ganz kurz die Leute hier vor. Komm mal kurz mit. Das hier ist Andy. Und Andy ist mein Schuhdesigner. Er hat eine Marke, die heißt Schuster. Und sie produzieren, oder er produziert nur ganz exklusiv für die reichsten Leute einen Schuh, 1000 Euro hier. Demonstration. Lass das so aufhören. Film mal weiter, Mann. Was ist los mit dir? Nee. Schuster. Now I need a girl. Wenn ich brauche, dann ist es. Ah, okay, alles klar. Jetzt, okay. Hier, weiter geht's so. Ihr kennt ihn schon von den anderen DVDs. Joker F. Meine Damen und Herren, ein Genie. Genies sehen immer nicht so gut aus, aber egal, er ist ein Genie. Und der, nein, nur der vor, komm, der Beste. Vor dem Ende weiß ich noch nicht. Da okay, wir gehen weiter. Genau. Hier unser Newcomer, Shindy. Was geht ab? Shindy, sag mal ein bisschen was. Ja, was soll ich denn sagen? Sag doch mal, der Leute. Der Grieche mit Griechen Griechen Griff. Der Grieche mit Griff. Okay, sehr gut. Something you should know. Wir gehen weiter. Schnell Witze runter, habt ihr gesehen? Das hier, mein bester Freund. Musti, Black Life, Crime Base, auf Newcomer, Musti, das war doch von der. Egal, okay, und an der Stelle hauen wir noch ein paar Grüße raus, Ravensburg.
Wir grüßen HB, Hardcore HB, Brothers. Unsere Hardcore Brothers. Wir grüßen Tolga. Wir grüßen Tural. Alle, die jetzt gerade die DVD sehen und uns immer Weingarten. Die Esso-Tankstelle. Park Romain. Esso-Tankstelle. Wie grüßen wir noch? Safe, safe. An Kenny. Safe ist heute nicht am Start. Wir grüßen Kenny, DJ Ramon. Die ganze Clique ist heute hier. Der hat richtig was verpasst. Er hat richtig was verpasst. Okan ist gerade mit seinen 180 Kilo auf die Stuhllehne. Okan, erzähl mal den Leuten was selber. Okay, Leute, hier, Deutschlands Dog Life. Grüß mal ein bisschen so deine weibliche Fans, meine Lieben. Sag doch. Alter, wir waren schon in München, Alter. Was geht? Ich grüße euch alle. Das ist auf jeden Fall der Integrationstest. Machen wir Integrationstest, wo ist die? Machen wir. Okay. Hauptstadt von Italien? Rom. Hauptstadt von Brasilien? Brasilia. Nein. Wetten? Früher war das. Nein, Mann. Brasilien. Brasilien. Früher war das Brasilien. Was jetzt? Früher. Was jetzt? Weiß ich nicht. Brasilia. Okay, Hauptstadt von Kanada. Kanada. Ja. Was Cannabis? Hauptstadt von Kanada. Ja, Kanada. Okay, Hauptstadt von Togo. Was? Togo. Togo. Was Togo. Weiß ich? Hey! Hauptstadt von Schindy will immer alle blamieren, ich will immer alle pushen. Schindy will blamieren. Okay, Okan. Hauptstadt von Australien. Sydney. Nein. Nein. Hast du gesehen? Okay, Leute, egal. Wir sind alle dreckig, besonders gebildet. Scheiß drauf dafür. Westside. Dafür Westside und die Frauen lieben trotzdem. Genau. Was geht ab? Ich bin jetzt gerade hier beim meinem Lieblingsfriseur und meinem einzigen Friseur. Ich lasse keinen anderen an meine Haare ran. Das ist Momo. Ja, Leute, das ist Shindy. Shindy, seine Haare werden gleich geschnitten. Shindy, ich hab Shindy gerade gefragt, für wie viel Euro ich seine Haare schneiden dürfte, wenn ich mich anstrenge. Aber richtig anstrengen. Ja, ich hab mich richtig anstrengen. So, Shindy, der Holzkopf, sagt mir 1000 Euro. 1000 Euro. Okay. Also jetzt werde ich mal zeigen, dass ich auch schneide. Ah, ja, okay. Okay. So. Scheiße, 1000 Euro. Machen wir das doch weg. Hey, ich pass auf, ich schalte pass auf. Nee, wirklich, für den auch nehmen. Mach für den Fall. Du hast dich schon geschnappt, auch wirklich. Ich bin ja paranoia. Was? Das ist gut. Wisst ihr, das muss ich dann noch hören, weißt du? Oder wer ist das? Chili? Ja. Ich lasse ihn. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ich werde später noch ein Messer versuchen. Ja, das ist Momo. Momo, das gute Momo ist, er kann sogar schneiden bei Naturkatastrophe. Genau. Guck mal, Leute. Shindy hat Paranoia, dass ich keine Kultur machen kann. Ich schwöre auf alles. Ich habe das so oft gemacht. Okay. Momo, zeig mir nur, wie das geht. Weißt du? Nur drauf. Ich mach nur leicht. Nur unterm Rand. Nur unterm Rand. Nur unterm Rand. Pass auf. Du schwörst mir, pass auf. Ich schwöre nicht mehr. Warte. Guck mal, wie ist jetzt gerade? Was kriegst du? Was krieg ich, wenn du schreibst? Das ist keine Klinge. So, das ist keine Klinge. We'll be right back.
meine Damen und Herren. Nee, das ist der falsche. Wir haben heute Samstag, ich hatte heute den ganzen Tag Fotoshooting und jetzt sind wir heute im Studio. Wir haben 23 Uhr auf die Sekunde genau. Und mein Bruder Benny Blanco präsentiert uns gerade noch ein paar Hits aus der Kneipe. Und er fickt alles weg, Alter. Ich schwör's dir, er fickt einfach alles weg. Unfassbar, Alter. Und jeder, was wir kennen, werde nicht sein. Doch falls ich einmal sterben sollte, ja, dann nur unterbein. Ich würd gern sehen, wie mich die Kripo schnappt. Oh, ich würd gern sehen, wie. Ich würd gern sehen, wie mich die Kripo schnappt. Oh, 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 oh. Mein Name ist Franco und mein Dad hat Jetman Sandro. Ich hatte Glück, ich wär schon lang tot. Doch das Leben rollt so schnell, so verrückt. Zieh dein Mast los und setz dich in die Flaschen auf den Tisch. Nur ein Glas. In der Karaoke-Bar. Ich hab voll die krasse Idee, ohne Spaß jetzt. Soll, ich kann, du glaubst mir jetzt nicht, aber soll ich uns jetzt hinbeamen? Ja. Zu Tunnel und so? Mach mal. Pass auf, wenn ich jetzt einmal mit dem Finger schnipse, ich schwöre dir auf alles, du glaubst es nicht, aber dann werden du und ich bei Tunnel sein, okay, und mit ihm chillen vor dem Konzert. Okay. Wer glaubt dran? Ich. Okay, pass auf. Eins, zwei. Heute live in Zürich. Was geht? Und an dieser Stelle noch Grüße an Chusi. Du fehlst heute, Alter. Ich hab gehört, du hast keinen Pass. Aber egal, du noch, komm. Ja, Mann. Was geht ab? Chusi, wir lieben dich. Und jetzt bist du auch offiziell auf der DVD drauf. Hardcore Brothers. Hardcore Brothers for Life. Habt ihr gesehen? Zack, Alter. Ich kann zaubern. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist K1 und ich bin hier mit meinem Bruder aus New York, Mary Winans. Er hat es geschafft, nach Berlin zu kommen. Mary, we have to do a track, but I haven't got an idea. Have you got an idea?